Also, wie gesagt, ich bin Roberto Solano und ich habe mir mal so vier Fragen irgendwie zurechtgelegt, habe mir gedacht, das sind vier wichtige Fragen, auf die man eine Antwort wissen müsste. Wir haben ja die erste Frage, wenn du Bock hast, kann ich das ja nochmal vorlesen und vielleicht hat der Peter ja mal Lust darauf zu antworten, Peter. Ja, ich kann es mal versuchen. Okay, also es gibt Menschen, die behaupten, dass die Entstehung einer Regierung in der Natur der Menschen liegen würde und eine freie Gesellschaft gegen die Natur des Menschen wäre und deshalb niemals Bestand haben kann. Die berufen sich dabei auf die Beobachtung, dass aus einer ursprünglich freien Gesellschaft, die mal irgendwann existiert hat, eine Gesellschaft entstanden ist, die nahezu jeden Bereich des menschlichen Lebens regelt. Und völlig unabhängig in allen Teilen der Erde ist so eine Gesellschaft halt entstanden. Deswegen sagen die, dass das halt irgendwie in der Natur des Menschen liegt. Diese Beobachtung ist nicht wegzuleugnen. Und wie siehst du das? Auf welche Beobachtungen stützt du dich jetzt, dass du sagst, dass so ein freier Markt und so eine freie Gesellschaft doch möglich ist? Also bei Freiwillig Frei ist es ja so, dass wir genau zu dem Thema auch Ursachenforschung betreiben. Und die Ursache von solchen Strukturen oder von übergeordneten Strukturen ist immer im Kleinen zu suchen. Also es gilt die Grundregel vom Kleinen ins Große. Also was im Kleinen passiert, wird sich im Großen auch widerspiegeln. Und wenn wir jetzt auf der übergeordneten gesellschaftlichen Ebene es mit einer Herrschaftsstruktur zu tun haben, dann ist das nur eine Ausprägung von dem, was auf der individuellen Ebene passiert. Und zwar, wenn das Individuum dem Aberglauben verfallen ist, dass es richtig und gut sein soll und notwendig sein soll, dass andere Leute zu irgendwas gezwungen werden, was sie eigentlich nicht wollen, obwohl sie niemandem was getan haben, dann wird sich das in der übergeordneten Ebene auch widerspiegeln. Und wir sind dennoch, auch wenn man, gerade wenn man in die Geschichte zurückblickt, erkennt man doch einen sehr, sehr positiven Trend, dass diese Erklärungsmodelle immer komplizierter und absurder werden, womit Herrschaft legitimiert wird. Also es hat ja angefangen mit, ja, jemand geht zu einem anderen Menschen hin und haut ihm einer über die Rübe und raubt ihn aus und meinte, das ist schon irgendwie okay und jeder glaubt das. Und irgendwann stellt man fest, ja Mensch, es führt ja zu so horrenden Kollateralschäden immer. Und es ist doch besser, das irgendwie zu unterlassen. Und dann gibt es natürlich wiederum Menschen, die dieses Erklärungsmodell versuchen, da eine Alternative zu finden. Und die sagen dann zum Beispiel, ja, wir sind von Gott gekommen und Gott hat uns ernannt und dazu autorisiert, eben so vorzugehen, also Warte andere kurz, Menschen auszurauben. Und warte. irgendwann in der Geschichte ist es dann so weit gekommen, ja Mensch, dieses Erklärungsmodell, das ist ja auch vollkommen absurd. Das hängt mit der Entwicklung der Naturwissenschaften zusammen und so weiter. Und dann zieht das auch nicht mehr. Und dann ist man zum nächsten Trick übergegangen und hat gesagt, naja, diese Herrschaft legitimiert sich aus sich selbst heraus. Und man nennt das Demokratie und das Volk legitimiert quasi so seine Herrschaft selbst. Und man ist selbst als Individuum mitverantwortlich dafür und sitzt dann mit in diesem Schuldboot. Und momentan findet so eine Entwicklung statt, wo auch das abnehmen wird. Also, wo die Leute einfach sehen, es ist einfach nicht mehr zu erklären und nicht mehr zu rechtfertigen, Gewalt gegen andere Menschen auszuüben. Und ich denke, dieser Ursprung des Wandels findet auf der individuellen Ebene statt. Also die Menschen sind einfach besser aufgeklärt. Wir arbeiten sehr, sehr stark daran, dass dieser Aberglaube verschwindet, dass es irgendwie gut sein soll, nicht zu kooperieren und andere zu irgendwas einfach zu zwingen. Und die Realität zeigt doch, dass immer dann, wenn das passiert, also wenn ich friedlichen Menschen Gewalt androhe oder antue, dass das Ergebnis für alle Beteiligten ziemlich katastrophal ist. Und wenn ich das Gegenteil tue und hingehe und frage, können wir kooperieren und in einem Dialog friedlich gemeinsam an einer Lösung arbeiten, dass das einen wesentlich besseren Output bietet als die Gewaltlösung. Und das setzt sich immer weiter durch. Also fängt zum Beispiel bei der Wandlung der Erziehung an. Viele Menschen, es werden immer mehr, die in der Kindheit keine Gewalt erfahren haben oder nicht in dem Ausmaß wie jetzt eine Generation davor. Und das widerspiegelt sich dann auch in dem persönlichen Denken als Erwachsener und in dem Handeln dann auch. Und deswegen sehe ich das ganz anders. Ich sehe tatsächlich in der Realität einen sehr starken Wandel zum Positiven. Ich hoffe, das ist so eine zufriedenstellende Antwort darauf. Also, man kann es dann so verstehen, deiner Meinung nach, dass man sagt, okay, das ist halt so eine archaische Geschichte gewesen früher
Und da hat irgendjemand dann mal die Herrschaft legitimiert, jetzt mit Gewalt oder sowas. Und in dem Laufe der Zeit ist diese Legitimation immer weiter rationalisiert worden. Und aber der Mensch erkennt immer mehr oder die Gesellschaft erkennt immer mehr sozusagen, dass es eigentlich gar nicht erforderlich ist und dass der nächste Entwicklungsschritt dann wäre zu so einer freien Gesellschaft jetzt zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Man erkennt es ja auch an verschiedenen Beispielen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ja, es ist vollkommen okay, Frauen zu schlagen, das war damals, also bis vor ein paar hundert Jahren war das gang und gäbe. Und wenn jemand darüber gesprochen hat, wie er seine Frau geschlagen hat, dann war das irgendwie, ja, was völlig Normales. Und heute ist es ein absolutes Unding. Das ist ein unumkehrbarer Prozess. Also man wird nicht mehr zurückfallen in diese Phase. Das wird definitiv nicht mehr passieren. Bei der Sklaverei genau das Gleiche. Also, dass ein Mensch dem anderen gehören soll, das ist heute eine vollkommen absurde Vorstellung. Also man muss es schon viel, viel geschickter verpacken und es wird immer schwieriger, das zu verpacken, trotzdem noch dafür zu sorgen, dass die Leute versklavt sind. Aber man kann es nicht mehr so direkt machen, ohne den Versuch zu unternehmen, das Ganze hinter super komplizierten Modellen und wissenschaftlichen Aussagen und Begrifflichkeiten zu verstecken. Und insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass das Ganze einen guten Weg nimmt. Das heißt also, die freie Gesellschaft ist der nächste Schritt in Richtung Zivilisation. Würdest du das so sehen? Ja, absolut, absolut. Also wir haben es jetzt schon mit einer Entwicklung in die Richtung zu tun, aber ja, es ist so ein langsam anfangender, aber dann exponentiell anwachsender Prozess. Und wir haben das in verschiedenen anderen Bereichen schon gesehen in der Geschichte, wo sich tatsächlich wahre Erkenntnisse langfristig durchgesetzt haben. Und ich find ganz interessant, mal so einen Prozess sich anzuschauen. Also zum Beispiel den Wandel vom geozentrischen Weltbild zum heliozentrischen Weltbild, wie das abgelaufen ist. Es gab damals jemanden, den Aristoteles, der hat es einfach mal postuliert, also der Universalgelehrte, der auch ganz stark mit der Kirche zu tun hatte, die damals eben die Macht hatte. Und nee, die Kirche kam dann später ins Spiel. Aber er hat das Ganze so postuliert und als Wahrheit hingestellt. Dann gab es andere Leute, die haben das wiederholt. Und wenn ich irgendwas öfter wiederhole, dann wird es einfach zur Wahrheit und darf dann irgendwann nicht mehr hinterfragt werden. Es gab eine Generation später, gab es den, ich glaube, er hieß Aristarch von Samos, also den griechischen Kopernikus. Der Name ist schon ziemlich vielsagend. Der hat schon damals gesehen, das kann eigentlich nicht so richtig stimmen, dass die Erde im Mittelpunkt des Planetensystems steht. Und der hat dann postuliert, nein, eigentlich ist es die Sonne, die im Mittelpunkt des Planetensystems, unseres Planetensystems stehen müsste, aber man hat ihn einfach ignoriert. Und das ist immer so, wenn irgendwas für wahr gehalten wird und dann kommt einer mit einer anderen Meinung, ja gut, es ist eine Einzelmeinung, braucht man nicht weiter darauf eingehen und man kann es erstmal ignorieren und man ignoriert ihn einfach weg. Und so war das dann lange, lange Zeit. Und mit der Zeit haben sich die Beobachtungsmethoden verfeinert. Also man hat dann angefangen, die Bewegung der Gestirne mit mechanischen Apparaten dann eben nachzuverfolgen und zu dokumentieren und ist halt dann darauf gekommen, ja Mensch, es ist eigentlich nicht so einfach, wie der damals gesagt hat, dass die Erde im Mittelpunkt steht und dann bewegen sich in Kreisbahnen die Planeten und die Sonne da einfach drumrum und der Mond auch. Und dann hat man angefangen, so immer komplexere Bewegungsmodelle zu erfinden und die zu berechnen mit ganz komplizierten Formeln. Und bis irgendwann, ich glaube, es war im 16. Jahrhundert, Kopernikus kam und diese alte Wahrheit wieder aufgegriffen hat, dass doch die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems steht. Und er hat es für sich genau erforscht, mit seinen Beobachtungen auch abgeglichen und hat entsprechende einfachere Formeln entwickelt, wie die Bewegung der Gestirne zu erklären ist. Und er hat damals dann auch das gemacht, was heute Leute machen, die an der Wahrheit forschen und die natürlich auch irgendwann mal rausbringen wollen. Er hat sich selbst zensiert. Also er hat in jungen Jahren, ist er zu seinen Erkenntnissen gelangt, hat aber trotzdem nicht rausgerückt mit der Wahrheit, weil er sich schon an drei Fingern abzählen konnte, dass dann sein Kopf rollt, wenn er gegen die herrschende Meinung der Kirche dann tatsächlich im 16. Jahrhundert Aussagen trifft in der Öffentlichkeit. Er hat es dann trotzdem gemacht, aber erst kurz bevor er gestorben ist. Also ich glaube, 2 Jahre vor seinem Tod, als es ihm schon relativ schlecht gegangen ist, hat er dann rausgerückt. Und das ist eine Sache, die kann man auch bei vielen beobachten, die kritische Informationen auf Lager haben und dann so in ihren letzten Lebensjahren oder wenn sie denken, ja gut, jetzt ist mir sowieso alles egal, jetzt veröffentliche ich es. Und das war der Ausgangspunkt zur Entwicklung, zum Wandel des heliozentrischen Weltbildes zum geozentrischen. Begleitet von einem technologischen Wandel,
es wurden dann die Ferngläser kamen dann noch dazu. Man konnte dann das schon ziemlich genau beobachten und dann hat sich die Mathematik weiterentwickelt und die Physik hat sich letztendlich weiterentwickelt. Da kamen noch diverse andere Leute ins Spiel, also Galileo und Newton und so weiter. Und irgendwann hatte sich die Wahrheit tatsächlich durchgesetzt und wir können jetzt sehr, sehr präzise mit ganz relativ einfachen Berechnungen vorhersagen, wo die Planeten hinlaufen und können schon davon ausgehen, dass das wirklich hieb- und stichfest ist. Und so ähnlich sehe ich es auch mit der Entwicklung, ja, der zwischenmenschlichen Beziehungen und der Gesellschaft, die daraus resultiert. Also wir haben es jetzt lange Zeit damit zu tun gehabt, dass diese Rechtfertigungsversuche für Gewalt gegen friedliche Menschen einfach sich weiter evolutioniert haben, immer komplizierter geworden sind, immer absurder. Man spürt es ja gerade jetzt ganz deutlich, wie absurd das alles wird. Jetzt darf man schon mal nicht mehr so reden, wie man will und nicht mehr schreiben, wie man will, sonst bekommt man Strafen aufgebrummt und so weiter. Also es ist irgendwie vollkommen haarsträubend. Es wird immer offensichtlicher, dass es das nicht sein kann, Und sondern immer komplizierter meinst du, um das halt das Offensichtliche, dass es ja da eigentlich um Gewalt geht, das wird jetzt immer mehr verklausuliert und irgendwie immer mehr chiffriert, damit der Mensch irgendwie diese Wahrheit, nicht hinter diese Wahrheit kommt, um dass dann irgendwie ein Wandel stattfindet in der Gesellschaft, der jetzt längst nötig ist, genauso wie du das jetzt erklärt hast mit dem richtig. Helizint, diesen Planeten und sowas. Das hat ja auch sehr lange gedauert, obwohl man das schon viel vorher wusste. Das heißt, man weiß es auch jetzt, dass es sich hier eigentlich nur um eine Gewaltherrschaft handelt, redet aber von Demokratie und so weiter und so weiter, um das halt so weit wie möglich noch irgendwie aufrechtzuerhalten, was eigentlich schon längst eigentlich überfällig ist, die Wandlung. Ganz genau so sehe ich das. Also ich bin da ganz optimistisch, dass wir schon in dieser sehr stark ansteigenden exponentiellen ja, Phase uns befinden und das sehr, sehr stark zunimmt. Also wir kriegen das mit durch diverse Leute, die uns dann anrufen oder E-Mails schreiben oder auch persönlich ansprechen und sagen, ja Mensch, es ist eigentlich so einfach und es ist eigentlich unglaublich, dass das viele Leute nicht verstehen. Also so unglaublich ist es nicht, weil wir haben natürlich Erklärungen dafür, warum es viele Leute nicht verstehen. Aber die Tatsache, das ist auch vielleicht ganz interessant, die Tatsache, dass es so einfach ist, ein Hinweis darauf, ist, dass wir ja, 12 Jahre Schulsystem brauchen, also Zwangsanwesenheit und Zwangsschule, um diese einfache Wahrheit mit irgendwelchen komischen Erklärungsmustern und auch mit einem ganz gezielten Verhaltenstraining unterdrücken. Also es braucht offensichtlich die Zeit und diesen ganzen Aufwand, um das aus den Menschen rauszukriegen. Also einfach nur menschlich zu sein. Okay, gut, dann, also ich denke, das ist schon eine aussagekräftige Antwort und da kann man sich schon seine Gedanken auch drüber machen. Ich denke, das kann auch jeder selber beobachten. Also diese Tendenz, die du da aufzeigst, die kann man schon sehr gut beobachten. Das Problem ist bei dem Sachverhalt, dass man auf so eine Frage nicht in zwei, drei kurzen Sätzen einfach antworten kann. Das setzt schon sehr, sehr viel mehr voraus und da muss man einfach weiter ausholen, um dafür auch Verständnis zu wecken. Und ja, das ist oft schwierig, weil wenn man angesprochen wird dann auf dieses Thema, dann geschieht es ja aus einer bestimmten Reflexreaktion heraus. Also klar, die Leute haben irgendwie Sorge oder Angst oder teilweise bauen sie auch Aggression auf, weil sie mit irgendwas konfrontiert werden, was einfach total ungewöhnlich ist wo auch letztendlich diese reflexhafte Reaktion darauf schon ankonditioniert ist. Also zum Beispiel, allein wenn man sagt freier Markt, da werden schon diverse Reflexe einfach getriggert. Und es ist dann enorm schwierig, in kurzen, knappen Sätzen darauf zu antworten, ohne erstmal zu erklären, was das ist und wie sich das definiert und dann noch ein Rückblick in die Geschichte und warum sehen die Leute das so und so weiter. Also es ist nicht so einfach, darauf einfach kurz und knapp zu antworten. Na, du hast ja jetzt geantwortet und hast das relativ plastisch dargestellt. Ich glaube, da kann man sich schon darunter was vorstellen. Da kann man sich schon seine Gedanken machen. Wenn wir jetzt mal zur zweiten Frage gehen, ne, wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann steht ihr für eine Privatrechtsgesellschaft des freien Marktes ohne Gewaltmonopol des Staates und ohne öffentliches Recht. Also eine Gesellschaft, in der nur privates Recht und eine Vertragsfreiheit der Individuen besteht. Ist das korrekt? Das ist korrekt, aber da hast du wieder allein in dieser Frage oder in diesem Statement hast du wieder unendlich viele Triggerwörter oder so Red Flags, also
rote Alarmsignale eingebaut, wo die Leute anfangen, sofort irgendwelche Schützengräben auszuheben und wo man sich dann wieder in dieser Rechtfertigungsposition befindet und über jeden einzelnen Begriff erstmal sprechen muss und erstmal definieren muss. Nenn mal zum Beispiel ein Beispiel, wähl dir mal einfach eins aus. Ah ja gut, ich kann ja mal sagen, ich habe jetzt mal gesagt, Privatrechtsgesellschaft, ne? Genau, Das meinst du zum Privatrechts. Beispiel ein, das ist jetzt ein dieser Triggerwörter, die du jetzt meinst, ne? Ja, genau, das ist ein abstrakter Begriff, der etwas beschreibt, was eigentlich ganz einfach ist. Es gibt zwei Leute, die machen irgendeinen Deal und der niemanden anderen betrifft, außer sie beide selbst. Und dann kommt ein Dritter dazu und der mischt sich da ein und zwar mit Gewalt. Und das ist quasi, das ist das, wenn das Private verlässt und dann öffentlich wird. Und der macht das im Namen eines abstrakten Etwas, aber er tut es nicht in seinem eigenen Namen. Das ist das Problem. Oder es haben ihn Leute gewählt. Es haben Oder es Leute haben ihn. abgestimmt, dass er dann bei denen eingreifen darf. Ja, und das klingt schon mal ganz anders als Privatrechtsgesellschaft. Also ich verwende diesen Begriff nur sehr ungern, weil da kommen sofort die ganzen Reflexe, ja Mensch, dann die Konzerne, die wollen alles für sich haben und andere total ausschließen von allem und niemanden mehr teilhaben lassen wollen und so weiter. Das sind dann, da kommt dann bam, 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 kommt die ganze Latte an Reflexen, wird allein durch diesen einzelnen Begriff getriggert, obwohl es das, worum es tatsächlich geht, eigentlich sehr, sehr einfach und lebensnah und auch gelebte Realität ist bei den Leuten. Also wenn Nur mal, ich um diese Problematik auch zu beschreiben. okay, dann sagen wir, okay, also dann Privatrechtsgesellschaft, was sollte man dann für ein Wort nehmen? Was meinst du, was sollte man dann für einen Begriff nehmen anstelle diesen? Freie Gesellschaft. Einfach nur Gesellschaft, in der Menschen, die niemandem was getan haben, auch keine Gewalt angetan oder angedroht werden. So Okay, einfach. also freie Gesellschaft, so das ist okay, also dass man jetzt irgendein Wort hat jetzt, ne? Also, Ja, dass man für eine freie freie Gesellschaft. Gesellschaft steht, des freien Marktes, das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache, wieder so ein Triggerwort, ja. Eigentlich bedeutet es ja dann eigentlich auch nur, dass Leute frei miteinander kommunizieren können, ob jetzt mit Waren oder mit Worten, sei mal dahingestellt. Ist das korrekt, ja? Ja, das ist korrekt. Also freie Gesellschaft im Sinne von niemandem wird Gewalt angedroht oder angetan, der anderen Leuten nichts getan hat und in der zwischenmenschliche Interaktion freiwillig passiert und Ich nicht habe aufgezwungen wird. ein Das schönes ist, Wort. Ich habe ein schönes Wort. ja. Freiwilliger Handel. Punkt. Oh, Handel, das ist auch wieder, da bist du sehr nah am Thema Marktwirtschaft wieder. Da gehen bei den Leuten wieder die Reflexe hoch und die Schutzwälle werden hochgezogen. Ich sehe das wirklich bildlich vor meinen Augen. Aber es Ja, ist klar, vielleicht ganz Freihandel. Freihandel ist ja das ja, Wort. okay, Denk mal an diese Verträge, die alles andere, die überhaupt nichts mit Freihandel zu tun haben, werden aber als Freihandelsverträge verkauft. Also ja, ja, freiwillig, ist ja Freihandel, freiwilliges Handel ist Handeln. ein ganz, ganz, denke ich auf jeden Fall, also da gebe ich dem Peter auch recht, ist ein schwieriges Wort. Ja, aber Handel ist nicht auf der Stufe von Kapitalismus, von Anarchie, von Profit, von Gier. Also es ist Reichtum. Reichtum, das ist nicht in dieser Riege. Ich gebe mir natürlich recht, aber man kann freiwillig handeln, man muss ja nicht handeln. Also handeln tut man ja irgendwie. Ne, man kann freiwillig handeln, sich freiwillig irgendwas tun. Was auch immer, freiwillig. Also gut, ich meine, wenn wir das jetzt total zerstückeln, dann kommen wir gar nicht mehr irgendwie auf die richtige, also auf die entsprechende Frage irgendwie jetzt eingehen, dass man Ja, sagt, richtig, okay. richtig, warte mal. Genau den Effekt wollte ich einfach mal demonstrieren. Und es ist gut, dass wir mal darüber reden. Also die Leute denken immer, ja, das sind hier irgendwie die gnadenlosen, weiß ich nicht, FDP-Leute oder ich weiß es nicht, was die für Vorstellungen haben, aber wir sind eigentlich ganz normale Menschen und wir wollen ja menschlich auf menschliche Art und Weise miteinander interagieren. Mehr wollen wir nicht. Also der Rest ist ja irgendwie vollkommen egal. Also und ja, dieses Gespräch jetzt gerade oder dieses Thema, das war jetzt mal ganz gut, dass das halt einfach mal so rausgekommen ist, wie problematisch, wie schwierig das ist mit diesen Begriffen alleine, wenn die mal im Raum stehen, dann ist die Diskussion eigentlich schon, kriegt schon eine enorme Schlagseite.
Das ist auch der Grund, warum wir das auch eher vermeiden, diese Triggerworte auszusprechen, obwohl wir eigentlich von der reinen Bedeutung, objektiven Bedeutung, ohne jetzt irgendwelche persönlichen Konnotationen oder subjektive Elemente da hineininterpretiert und so weiter und Verwechslungen, die es dann auch oft gibt. Wenn man das rausnimmt, dann wählen wir quasi andere Worte für den gleichen Sachverhalt, der unter diesen eigentlichen Begriff auch fällt, aber eben nicht diese Reflexe auslöst. Das ist der Punkt. Okay, Wir ich versuchen. kann ja mal versuchen, wenn ich sage, also wenn ich euch richtig verstehe, dann steht ihr für eine freie Gesellschaft der freien Kommunikation ohne Anspruch auf Gewalt von irgendjemanden, ja, Genau, und ja. ohne ein über sozusagen den Menschen stehenden Recht, ja, kann man das so sagen? Ja, also von Menschen gesetzten übergeordneten Recht, um das Ganze einzugrenzen. Es gibt ja verschiedene Begriffe wiederum von Recht, also da fängt es ja schon wieder an. Okay. Ja gut, aber Ja. es ist ja okay. Man könnte sich das ja mal aufschreiben. Ich werde mir das versuchen, mal aufzuschreiben, zu merken. Ich denke, dass so eine Terminologie eine sehr wichtige Sache ist. Finde ich auch gut, dass du das jetzt ansprichst, Peter. Und ich denke, das ist auch sehr fruchtbar, wenn wir darüber reden, weil ich benutze diese Terminologie einfach, weil sie für mich eigentlich das aussagt, aber wie du jetzt sehr richtig sagst, sind ja die Worte immer sehr belegt mit irgendwelchen Gefühlen, Ideologien oder was weiß ich und versteht ja auch jeder etwas anderes unter diesen Begriffen. Da wäre es vielleicht doch sinnvoll, eigene, noch neutrale oder präzisere Begriffe zu verwenden, bessere Begriffe zu verwenden als jetzt diese, ich sag mal, abgegriffenen Worte jetzt, die ich jetzt verwendet habe. Ja, das ist eine Möglichkeit, also versuchen auf der begrifflichen Ebene was zu machen. Und eine andere Möglichkeit, die wir auch sehr stark ja, vorantreiben, ist eben zu lebensnahen Beispielen zu greifen und dann auch einfach ganz klar zu sagen, also ich in der Unternehmerrolle, angenommen, ich habe ein Unternehmen und dann geht es darum, Leute einzustellen und eben zu gucken, was kann ich denn Nutzbringendes anbieten den Leuten, was sie mir freiwillig abnehmen und wo wir uns aus freien Stücken auf einen Preis einigen, auf eine Gegenleistung. Das sind so Termini, die jeder versteht und wo jeder sich auch gedanklich direkt hineinversetzen kann, weil er das aus seiner Lebensrealität kennt und wo er an der Stelle nicht mehr über Begriffe streiten muss. Und das ist eben das, was wir eher wollen. Also wir wollen uns nicht über Begriffe streiten, über verschiedene abstrakte Begriffe, sondern wir wollen uns ja mit der Lebensrealität auseinandersetzen. Und wenn ich zum Beispiel sage, allein wenn ich zum Beispiel sage Gesetz, also Gesetz wird ja irgendwie ja, mehr oder weniger positiv und ordnend und so weiter assoziiert. Aber wenn man es runterbricht auf das, was es bedeutet, ist es was anderes. Es ist einfach, ja, Eine Meinung jemand mit wird, einer Waffe. richtig, genau, eine Meinung von irgendwem oder irgendeiner Gruppe von Leuten, die einem aufgezwungen wird, und zwar am Ende mit einer Waffe, und zwar mit einer Dienstwaffe. Das ist es, So eine das ist ein autoritäre Gesetz. Ordnung halt, das ist eine autoritäre, wie soll ich sagen, autoritäre Zwangsverordnung, wenn man es eigentlich so will. Genau, und der Schlüssel ist, das Ganze wirklich auf die reale Ebene zu bringen und dann nicht mehr von Gesetzen zu reden, sondern ja, von irgendeiner Forderung. Jemand stellt sich vor, das und das soll so laufen. Okay, zu welchem Preis willst du das umsetzen? Willst du das wirklich also zum Preis der körperlichen Unversehrtheit einer anderen Person, wirst du das wirklich so durchsetzen? Und dann verlassen wir diese abstrakte Ebene und kommen zur konkreten Ebene. Und dann ist es eine andere Diskussion. Weil dann gibt es keine Missverständnisse mehr über den Begriff des Gesetzes oder viele verwechseln das ja mit Regeln zum Beispiel. Regeln ist was anderes. Regeln ist ein Oberbegriff, ein Gesetz ist eine Möglichkeit, eine Regel, ja, einer Regel Kraft zu verleihen. Aber Gesetze sind nicht gleich Regeln. Verträge sind zum Beispiel auch, vertragliche Vereinbarungen sind auch Regeln, die aber ganz anders funktionieren als Gesetze und so weiter und so fort. Und genau das wollen wir alles auch ein Stück weit transparent und realer greifbar machen. Okay, gut, wir haben, ich denke mal, bis dahin also eine freie Gesellschaft, wo Menschen halt frei miteinander kommunizieren können, ob mit Waren oder was auch immer, wo sozusagen Gewalt als Ordnung, als ordnende Macht halt nicht da ist, so wie es halt jetzt ist. Und dafür steht ihr, ja, und
Wie könnte man dann verhindern, dass jetzt irgendwelche Leute sich da eine Privatarmee zulegen, ja, das ganze Land beschlagnahmen und mit Gewalt wieder den Leuten ihre Sachen aufzwingen einfach? Also was für Mechanismen hat man denn da, um jetzt nicht wieder in so eine Tyrannei zu verfallen? Also die erste und wichtigste Maßnahme ist, genau das zu vermeiden, was Tyranneien immer als erstes machen, wenn sie ihre Gewalt ja jetzt durchsetzen wollen oder ihre Vorstellungen. Das ist, den Leuten die Möglichkeit zu nehmen oder ja die Erlaubnis zu verweigern, sich selbst zu verteidigen. Und zwar mit adäquaten Mitteln. Das wäre mal das Erste. Und zwar ist das eine Sache, die in den Köpfen der Individuen ankommen muss. Also dieses Recht auf Selbstverteidigung muss einfach ja auch ein Stück weit von allen verinnerlicht werden und dann auch ergriffen werden. Das wäre das Erste. Und dann würde sich eine Verteidigung nach dem Prinzip der spontanen Ordnung organisieren. Und zwar sehr, sehr viel schneller, sehr, sehr viel effizienter. Mit der Kreativität aller Betroffenen würde sich das wahnsinnig schnell organisieren. Und es würden effiziente Maßnahmen der Verteidigung oder des Schutzes entstehen, was auch nicht notwendigerweise heißen muss, dass sich die Leute dann mit Gewalt verteidigen. Sondern zum Beispiel, jetzt nochmal ein einfaches Beispiel, den Leuten, die jetzt ankommen und dieser freien Gesellschaft gegenüber Drohungen ausstoßen, einfach Angebote machen. Hier, kommt rüber zu uns, lasst die Waffen fallen oder nehmt sie mit zu uns meinetwegen und ja, steigt ein in unsere Gesellschaft. So schlimm ist das hier gar nicht. Also, dass man letztendlich auch freiwillige Lösungen, die einen geringeren Preis und einen höheren Nutzen für alle Beteiligten haben, die haben dann eine Chance zu entstehen und das muss nicht dann mit Gewalt gelöst werden, mit Gewalt und Gegengewalt. Das ist ja auch so eine falsche Dichotomie. Es gibt ein ganzes Spektrum von Lösungsmöglichkeiten für Konflikten, wo die Gewalt am Ende immer die teuerste und schlimmste Möglichkeit ist, die dann verbleibt. Und wenn man das Ganze im Gewaltmonopol überlässt, dann ist klar, also wenn man einen Hammer hat, dann sind überall nur Nägel. Und dann kommt es dazu, dass man den Hammer mit Gewalt auf die Nägel draufschlägt. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist das Wesen des Hammers, sozusagen Nägel auf den Kopf zu schlagen. Aber es gibt auch ganz andere Werkzeuge, mit denen man entsprechende Probleme einfach lösen kann. Und wenn man aber jetzt als Instrument des Gewaltmonopols von vornherein einfach sagt, okay, es ist richtig und gut, dass die Leute zu irgendwas gezwungen werden und wir brauchen Gewaltmonopol und so weiter, dann verschließt man sich von vornherein diesen anderen Lösungsmöglichkeiten und es ist gar kein Platz mehr dafür da, dass das auch entstehen kann. Also da gab es ja ein Video, was dann relativ viral durch die Gegend zirkuliert ist und das war eine Sache, die ich sehr schön finde, die ich mal kurz beschreiben möchte. Und zwar sind von der ukrainischen Armee sind Soldaten abkommandiert worden. Die sind dann in ihren Tarnanzügen, sind die dann in die einzelnen Stadtviertel gegangen und haben da Einberufungsbefehle verteilt an die ganzen Familien und wollten quasi, dass die Söhne und Väter und so weiter dann einberufen werden und dann mit an die Front gehen oder sich dann bewaffnen und dann auf kriegerische Auseinandersetzungen vorbereiten und so weiter. Jetzt kann man natürlich diese Leute einfach, man kann sich gegen die einfach verteidigen und die einfach davonjagen zum Beispiel oder mit Messern oder mit Schusswaffen und so weiter bedrohen und dann rauswerfen, um sich dieser Bedrohung zu entledigen. Aber dort ist es anders gelaufen. Dort haben sich die Mütter einfach versammelt und haben diese Einberufungsbefehle alle mitgebracht und haben die dann öffentlich verbrannt. Und die haben dann das Ganze mit der Kamera gefilmt und haben auch diese Soldaten, die da abkommandiert wurden, wirklich öffentlich angegriffen und gesagt, hier, das sind unsere Söhne, wir haben die großgezogen. Sie sind ein Mann, sie wissen gar nicht, was es heißt, ein Kind zur Welt zu bringen und es in den ersten Jahren zu betreuen und zu versorgen, dass es überhaupt überleben kann. Sie wissen gar nicht, was für Anstrengungen damit verbunden ist und sie wissen gar nicht, welche Bindung auch dann zu dem Kind entsteht. Und sie verlangen, dass unsere Kinder jetzt das Risiko eingehen für irgendwas, was wir überhaupt nicht verstehen, dass die ihren Kopf hinhalten und dann eventuell schwer verwundet oder verstümmelt oder dann tot zu uns zurückkommen. Und das könnt ihr vergessen, jetzt verschwindet hier.
Und dann haben die das einfach ignoriert. Und das wäre so eine Art und Weise, zum Beispiel auf friedliche Art und Weise auf Aggressionen von außen zu reagieren. Will heißen, man muss diese Möglichkeit den Leuten nicht geben, sondern diese Möglichkeit ist bei den Leuten selbst entstanden und das entsteht nur aus einem gewissen Bewusstsein auch heraus, aus einem gewissen Selbstbewusstsein heraus. Und das ist das, woran wir arbeiten. Also wir arbeiten ganz stark an dem Thema Individuum. Wie kann sich das weiterentwickeln? Was kann es selbst beeinflussen? Wie ohnmächtig ist ein Individuum überhaupt? Es ist weitaus weniger ohnmächtig, als es sich selber fühlt. Und wir versuchen halt Wege zu öffnen, Gedankenanstöße zu geben, wo das Individuum auch ein Stück weit Selbstbewusstsein und Freiheit sich auch wieder erarbeiten kann. Ganz konkrete Sachen. Ja, würdest du sagen, dass das Individuum sich jetzt auf irgendeine Art und Weise ändern muss, um da an so einer freien Gesellschaft da teilnehmen zu können? So in Richtung, naja, wir brauchen einen neuen Menschen, so gefragt. Ich frage jetzt einfach mal so, weil sich das so daraus ergibt. Ich meine, die Leute sind ja gewohnt, die Polizei zu rufen oder irgendwie jetzt Dritte zu rufen, die ihre Konflikte jetzt lösen. Die meisten Menschen, sage ich mal, sind es ja gewohnt, dass Konflikte irgendwie durch dritte Parteien gelöst werden, Gerichte, Polizei oder andere Leute. Und jetzt, in so einer freien Gesellschaft, werden sie ja dann eigentlich auf sich gestellt. Ist es nicht so? Sie sind auf jeden Fall, ganz klar. Also sie haben nicht mehr den Luxus, sich erlauben zu können, alles zu delegieren. Ja, da ist der und der dafür zuständig oder dies und jenes. Und ich bin da komplett aus der Verantwortung. In der freien Gesellschaft ist es aber so, dass die Leute das gewohnt sind, sich um die Probleme zu kümmern und zu überlegen, also wirklich in Lösungen zu denken, die eben nicht sofort auf dieses Gewaltmonopol zurückgreifen, weil es einfach zu teuer ist, weil es zu viel Kollateralschäden zur Folge hat und so weiter. Da ist schon, wir gehen jetzt aus von einer freien Gesellschaft, meinst du, oder von der heutigen? Also man muss ja mal gucken, wo man sich Wir bewegt. gehen ja jetzt, wir gehen ja jetzt von der heutigen aus, weil jetzt von der freien Ja. Gesellschaft auszugehen, wäre jetzt nicht zielführend. Wir sagen, okay, wir haben jetzt die Gesellschaft, die wir jetzt haben, und jetzt reden wir mit den Menschen so, wie sie halt sind, wie wir sie halt jetzt Ja. vorfinden, ne? Also, Deswegen. verstehe. Also ich würde auch Warte gerne. mal, warte mal, direkt dazu. Jeder, der sich diesen Podcast schon mal anhört, ist schon auf dem Weg. Der es bis hierher geschafft hat, der ist schon auf dem Weg und der versucht schon, sich selber schon von gewissen Sachen einfach ein Bild zu machen und sich am Ende selbst davon zu überzeugen. Also es ist nicht die Aufgabe von anderen Menschen jetzt, von uns zum Beispiel, andere Leute zu überzeugen, sondern wir sehen als unsere Aufgabe oder als unsere Mission, ein Feld oder ein Spektrum zu bieten, das es den Menschen ermöglicht, sich anzuschauen und sich selbst von dem zu überzeugen, was sie selbst für richtig und gut halten. Und insofern klar, also wir brauchen natürlich eine Veränderung, aber wir müssen jetzt diese Veränderung nicht herbeizwingen. Das wäre ja wiederum komplett kontraproduktiv und widersprüchlich auch zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt einen neuen Menschen und der Mensch muss jetzt so und so sein. Ganz und gar nicht. Ich denke, die Grundlagen nimmt jeder halbwegs normale, vernünftige Mensch einfach mit, dass er sich für bestimmte Sachen interessiert und dass ihm Probleme in der Gesellschaft auffallen und dann auch sich für die Hintergründe interessiert und dann auch für Lösungsmöglichkeiten. Und dann kann er sich das anschauen, was wir an Informationen bereithalten und sich selbst eben ein Bild machen und dann für sich selbst entscheiden, ja, also das hört sich plausibel an und für mich ist das der richtige Weg oder auch nicht. Vielleicht gibt es andere Wege. Also es ist schon erforderlich, dass die Leute sich sozusagen mit dieser Problematik auseinandersetzen und dass sie auch diese Freiheit, also wenn sie für eine freie Gesellschaft stehen, dass diese Freiheit auch eine gewisse Selbstverantwortung dann mit sich bringt, was bedeuten kann durchaus, dass man sich halt auch um seine Sachen selbst kümmern muss, dass man da Verantwortung übernehmen muss und unter Umständen auch einiges dazulernen muss, also und auch einiges dann verändern muss an sich selber. Ich sehe das aus der Perspektive, dass man den Menschen nicht wirklich irgendwie verändern muss. Man muss den Menschen eigentlich nur Mensch sein lassen.
Dass die Herrschenden den Mensch nicht Mensch sein lassen wollen, sieht man ja darin, wie sehr wir indoktriniert werden. In der Schule zum Beispiel, wie Peter meinte, oder andere Dinge. Ich glaube auch nicht, dass man den Menschen beibringen muss, selbstständig, also sich den Umständen anzupassen, wenn auf einmal keiner mehr da ist. Es gibt bestimmt Menschen, die jetzt so abhängig sind, dass sie Probleme haben könnten, aber ich denke nicht, dass sie auf einmal anfangen, im Kreis rumzulaufen und in ein Loch fallen werden. Das glaube ich nicht. Dazu ist der Mensch viel zu sozial. Das Problem ist der Aberglaube an den Staat. Man muss nicht zum anderen Menschen werden, um diesen Aberglauben abzulegen. Und je weniger der Mensch irgendwann indoktriniert wird, und das würde das Weggehen des Aberglaubens an den Staat mit sich bringen, desto sozialer würde der Mensch eh werden. Halt so, wie er ist. Also du meinst, dass wenn jetzt diesen Zwang und diese Gewalt, der jetzt ausgesetzt ist, wenn das jetzt wegfallen würde, dann würde er nach deiner Interpretation sozusagen mit der neuen Situation relativ leicht und schnell fertig werden. Naja, leicht und schnell sind so Worte, die sagen wenig aus. Und ich kann das auch nicht wirklich voraussehen. Wenn man beobachtet, wie der Mensch sich spontan organisieren kann, wenn Not am Mann ist. Ein Beispiel sind die schwarzen Märkte, die immer da waren, zum Beispiel in Russland, weil Russland und andere sozialistische Länder sonst schon längst zusammengebrochen wären. Ein anderes Beispiel für einen Markt unter den schlimmsten Bedingungen ist der schwarze Markt in Gefängnissen, wo es auch eine eigene Währung gibt, wo die Leute in größter Not sich zusammentun, um in einer spontanen Ordnung es zu organisieren, dass sie an die Dinge kommen, für die sie ihre Bedürfnisse haben. Man kann es auch bildlich so nehmen, wenn du jetzt einen Fluss hast, der fließt und in der Mitte ist ein Felsen. Die Leute denken, wenn man den Felsen jetzt rausnehmen würde, dass das Wasser weiter um diese Stelle fließen würde, aber das Wasser fließt dann über die Stelle. So sind die Menschen und das sieht man ja überall. Ich habe auch ein schönes Beispiel dafür, das ist zum Beispiel die gesamte Steuergesetzgebung. Man kann sich das so vorstellen, jedes Steuergesetz wirkt erstmal wie so eine Autobahnvollsperrung. Es gibt dann so einen Stau, aber mit der Zeit sucht sich der Verkehr dann schon seinen Weg da herum. Und das ist ja auch ein Beispiel für spontane Ordnung. Also innerhalb des Systems selbst findet das statt. Also die Kreativität ist dann schon sehr groß und auch die Handlungsbereitschaft von den Leuten. Also die tun sich dann zusammen, die informieren sich, sie bauen Wissen auf, wie komme ich da drum herum, wie kann ich das Problem lösen. Und insofern habe ich da auch Vertrauen darin, dass es relativ schnell geht. Und dass es auch friedlich geht, weil letztendlich Gewalt ist für die meisten Menschen einfach nichts. Okay. Ja gut, ich meine, das sind ja schon mal einige Aussagen, mit denen man was anfangen kann. Da kann sich ja auch jeder seine Gedanken darüber machen. Ich persönlich, das, was Michael gesagt hat, denke ich, das ist auch etwas, was so ein bisschen in die Richtung geht, wo ich denke, dass wenn eben gewisse Sachen wegfallen, dass sich dann wieder andere Voraussetzungen ergeben und dass die Leute auch andere Lösungen dann in Betracht ziehen und dass man da eigentlich auch dann ein anderes Verhalten oder andere Lösungen dann auch sehen wird, relativ schnell. Definitiv. Also ich meine, man kann das überall beobachten. Der Mensch ist einfach so. Wir sind in unserem Privatleben so. Wir organisieren Dinge, wenn wir sie brauchen. Ich meine, wenn man jetzt so ein Beispiel nimmt hier aus Berlin, woher ich komme, du siehst kleine, ungebildete Jungs, die nie in der Schule waren, die es schaffen. Ja, es ist jetzt etwas Schlechtes, aber nur um zu zeigen, dass sie selbstständig für sich sorgen können, die es schaffen, ein erfolgreiches, in Gänsefüßchen, Drogen Business aufzubauen. Also Kindern, wo man sagt, ey, guck mal, wenn jetzt der Staat wegfallen würde, wenn diese Dummköpfe, diese dummen Sonderschüler überhaupt nicht fähig, irgendwas zu machen, aber in die im Drogenbusiness zeigen sie unternehmerische Fähigkeit, die sie niemals irgendwo in irgendwelchen Büchern gelernt haben und die könnten dir das bestimmt noch nicht mal richtig erklären.
ja, die wirtschaftlichen Mechanismen. Aber man muss kein Wirtschaftswissenschaftler sein, um wirtschaften zu können. Die meisten Wissenschaftler können nämlich noch nicht mal wirtschaften. Aber der Mensch ist dafür gemacht und der Beweis ist jetzt zu hören, das alles, was entstanden ist. Und das ist durch eigenständige Kooperation von Menschen entstanden, durch freiwillige Interaktion und nicht, dass irgendwann einer gekommen ist und befohlen hat, wir bauen jetzt dieses Handy.